sprinten durch das Haus, nichts als Mädels, welcher Graus. Auf uns war die Zeit, ist echt knapp. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute basteln wir ein Häuschen, was du bestimmt schon kennst oder schon mal gesehen hast. Und zwar aus der Folge The Loud House von der Familie Loud. Und ich denke mal, Blöcke in die Hand und dann basteln wir mal der Familie Häuschen. Heute erwartet uns wieder viel Arbeit, von daher holen wir uns erstmal ein paar Blöcke raus. Und für den Start holen wir uns einfach ein paar Ziegelblöcke raus, dann holen wir uns noch ein paar Quarzsäulenblöcke, dann holen wir uns Polyeder an die Siedtreppen, davon nochmal die Blöcke, dann holen wir uns weißen Beton, dann nochmal Quarzstufen und Quarztreppen. Dann würde ich mal sagen, blaue Keramik ist heute dabei und dunkler Prismarin. Für unser Haus beginnen wir erstmal mit unseren Ziegelblöcken, unseren Grundriss zu machen. Dabei beginne ich jetzt erstmal mit einer geraden Reihe. Und zwar setze ich mir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke hin. Wenn wir die erstmal so gerade haben, gehen wir zu den Seiten und ziehen auch dahinter noch einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Insgesamt haben wir denn hier auf der Seite 10 Blöcke. Also vorne 12, an der Seite 10 und dann können wir die anderen zwei Seiten natürlich hier einfach mitziehen. Rückseite, natürlich brauchen wir nicht zählen, gucken wir vorne. Ne, und schließen das Ganze. Wenn wir das Ganze haben, machen wir das gleich noch auf eine Zweierhöhe. Und sobald wir das auf eine Zweierhöhe haben, können wir einmal auf der Vorderseite, die Vorderseite befindet sich da, wo denn auch unsere Straße ist, dass wir da jetzt einfach an den Seiten zwei Blöcke Platz lassen und setzen uns hier einfach mal zwei Ziegelblöcke hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, zwei Blöcke Platz lassen und wieder zwei Ziegelblöcke hin. So, jetzt wollen wir schon mal gleich unsere Quarzsäulenblöcke verwenden. Die wollen wir jetzt einmal dazwischen setzen. Da setzen wir eine Reihe hin von unseren Säulenblöcken. Machen wir auf der anderen Seite genauso. Und auf der Vorderseite machen wir noch 1, 2, 3 weitere Blöcke. Auf der anderen Seite auch nochmal 3. So, jetzt können wir eigentlich mal kurz unsere Quarzstufen nehmen und hier einfach mal zwei Blöcke uns damit formen. Einfach hier zack, 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 zwei Blöcke. Kommen gleich zu unseren Treppen und können die hier einmal umgedreht überall dazwischen noch einmal setzen. Natürlich auch hier an den Seiten. Wenn wir das dann natürlich auch hier, sage ich mal, auf der anderen Seite mit den Treppen gemacht haben, geht es jetzt auf die Vorderseite. Schnappt euch nochmal eure Ziegelblöcke. Da platzieren wir jetzt einmal an unsere Quarzblöcke auf beiden Seiten nochmal hier zwei weitere Zweierblockreihen hier von unseren Ziegelblöcken. Dann geht es zu unseren Treppen. Da setzen wir hier vorne gleich einmal die erste Treppe hin. Dazwischen dann nochmal die zweite. Ups, natürlich normal so die Treppen sich hier einmal platzieren. Und dann kommen wir schon zu unseren Andesitblöcken und können hier einfach mal die Fläche, die hier noch frei ist, damit einfach mal ausfüllen. Wenn wir das dann soweit erstmal haben, geht es jetzt ran, würde ich mal sagen, dass wir an den Seiten überall nochmal blub einen weiteren Ziegelblock platzieren. Und dann fliegen wir nochmal auf die Rückseite. Denn da wollen wir uns auch noch ein bisschen was vorzeichnen, wie man natürlich auch hinten in den Garten kommt. Das heißt, wir suchen jetzt, würde ich mal sagen, wenn wir auf der Rückseite sind, auf der rechten Seite. Oder fangen ja an zu zählen, einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Und auf den fünften Block können wir hier einfach mal zwei Blöcke hinsetzen. Das Ganze machen wir vom Haus weg insgesamt drei Blöcke. Und dann nochmal zur Seite weg nochmal 1, 2, 3, 4 Blöcke, sodass wir hier dann 5 haben. An der Seite 3, vorne 5. Das Ganze machen wir dann hier auch auf eine 2er Höhe. Ganz hier vorne, blub, schlagen wir nochmal den einen Block weg. Und dann können wir hier auch wieder einfach mal unsere Treppen platzieren. Hier ganz normal, blub, 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 setzen wir zwei Treppen. Und den Rest füllen wir wieder aus mit unseren Blöcken hier einfach mal. Wunderschön. So, wenn wir das Ganze haben, nehmen wir trotzdem nochmal unseren polierten Andesitblock zur Hand. Denn wir schlagen uns das ein bisschen frei für die Türen. Zum einen schlagen wir hier auf der Rückseite einfach mal hier, blub, zwei Blöcke nochmal nach innen weg. Und das gleiche Spiel auf der Vorderseite. Wir können so die Mitte hier ganz einfach finden bei unseren Treppen hier. Und dahinter schlagen wir hier die zwei Blöcke auch nochmal weg und tauschen sie aus. Wenn wir das soweit haben, nehmen wir jetzt mal unseren weißen Beton zur Hand und können jetzt so ein bisschen schon das Mauerwerk aufsetzen. Das heißt, wir setzen jetzt hier einmal komplett ringsrum, was wir jetzt hier haben, aber auch nur bei diesem Viereck hier, was wir haben, nochmal ein bisschen weiße Betonschicht hin. Und zwar insgesamt auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Blöcke können wir erstmal hier so ein schönes Viereck uns hinsetzen. Wenn wir unser Viereck den hier einmal platziert haben, fällt ja auf, ich habe nichts jetzt freigelassen für Türen oder so. Das machen wir alles natürlich im Nachhinein. Jetzt wollen wir noch das Ganze so ein bisschen an den Seiten hochziehen. Natürlich schon so der kleine Vorbau fürs Dach. Dabei beginnen wir wieder auf der Vorderseite, dass wir jetzt einfach hier vorne einfach mal zwei Blöcke Platz lassen und setzen uns hier einfach eine Ebene rauf. Aber nicht komplett bis nach hinten. Da machen wir wie pyramidenmäßig das Ganze nach oben. Dann gehen wir wieder hier vorne hin, lassen jetzt einen Blockreihe frei und wieder das Ganze nach hinten weg und auch hier wieder einen freilassen. Jetzt lassen wir wieder zwei Blöcke frei und setzen hier oben nochmal zwei rauf. Fertig ist das Ganze. So, war ja eigentlich relativ easy. Wir machen es trotzdem nochmal ein zweites Mal, damit es richtig passt. Also, wir lassen erst vorne zwei Blöcke Platz, gehen nach hinten und lassen hier immer eine Blockreihe frei. So, jetzt machen wir hier wieder vorne. Jetzt lassen wir hier wieder einen Block frei und setzen uns hier einfach eine Ebene rauf, wie so eine Pyramide ganz normal. Danach lassen wir uns zwei Blöcke frei und setzen nochmal zwei rauf und sind fertig. Jetzt geht es weiter auf der Vorderseite hier bei unserer Terrasse vorne. Wir bleiben immer noch bei unserem weißen Beton, fliegen an den Seiten hin und lassen unten einfach mal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz.
Ab der fünften Schicht setzen wir uns hier einfach mal drei weiße Betonblöcke hin und machen das Ganze wie so eine Treppe oder Pyramide dann einfach zur Hauswand. Und das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Also 1, 2, 3, 4 Blöcke unten Platz lassen und dann hier so wie so eine Treppe einfach hier so zuziehen. Jetzt kommen wir schon zu unseren Stufen. Die wollen wir einmal dazwischen hier einmal komplett zuziehen. So, dreimal müssen wir das hier machen. Dann ist das hier alles zugezogen. Und wenn wir das haben, können wir jetzt an den Seiten hier von unseren Betonklötzen hier einfach mal noch ein paar Stufen einfach mal darunter platzieren. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich hier vorne auch nochmal zack eine weitere Stufenreihe einfach mal platzieren vor unserem weißen Betonblock. Denn jetzt könnten wir eigentlich schon noch nicht mit dem Dach bilden. Nein, da machen wir noch vor was anderes. Und zwar fliegt mal hier auf die rechte Seite von unserem Haus hin. Da lassen wir jetzt hier vorne einfach mal zwei Blöcke Platz und setzen uns hier einen Block hin. Das Ganze machen wir auf eine Viererlänge insgesamt und sollten hier hinten noch, würde ich mal sagen, vier Blöcke Platz haben. So, das heißt jetzt hier eine Viererbreite und eine Fünferhöhe machen wir. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke setzen wir hin. Und dann können wir das hier einfach mal, zack, so ein Rechteck einfach mal formen. Wer möchte, kann jetzt schon auch einmal hier die Mitte freihauen. Gut, haben wir schon mal das erste Fenster uns gesetzt, aber dabei bleibt es aber erstmal. So, wenn wir das Ganze dann haben, geht es jetzt ran, wenn ich überlege, mit dem Dach, können wir ruhig schon machen. Das heißt, wir schnappen uns mal unsere blaue Keramik. Und zwar möchten wir unser Dach natürlich so ein bisschen, sag ich mal, und schon ein bisschen vorzeichnen. Also setzen wir uns erstmal hier das Vordach einmal rauf. Ich glaube, das ist relativ simpel, das können wir erstmal machen, dann haben wir schon mal so einen kleinen Überblick. Und zwar ist es ja auch einfach hier schön vorgegeben mit unseren Pyramidenformen hier, was wir hier schon so ein bisschen haben, können wir hier einfach blub unser Dach raufsetzen. So, jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen überstehen lassen, denn das Dach hat, sage ich mal, verschiedene Dachelemente, weil wir ja oben noch ein zweites Stockwerk haben. Das heißt, das erste Dachelement, das können wir hier an der Seite auch gleich einmal überstehen lassen und ziehen uns das einfach mal so lange hoch, bis wir, sag ich mal, hier oben, sag ich mal, vor diesen Zweier hier sind. Da stoppen wir das Ganze und können das dann auch erstmal auf der anderen Seite genauso lang ziehen. So, das heißt ja auch hier, lassen wir es einmal überstehen und ziehen das Ganze so lange hoch, bis wir hier zu diesen Zweier ganz oben kommen. Oder jetzt hier zu diesen vorigen Zweier und da stoppen wir das Ganze denn, ne? Dann fangen wir gleich mal auf der Rückseite an, dass wir hier auch uns erstmal wie so ein Treppendach hier einfach so einfach mal erstmal nach oben platzieren. Ganz oben hier die Zweier Mitte können wir eigentlich auch komplett einmal erstmal hier so alles glatt ranziehen. Und dann setzen wir unser Dach hier auch erstmal rauf. Wer möchte, kann es natürlich auch gleich überstehen lassen. Ja, dann haben wir so gleich einen besseren Überblick. Und ich glaube, hier auf der rechten Seite machen wir es doch nochmal einmal höher. Genau, machen wir einmal höher. Können wir auch ruhig auch noch auf der anderen Seite mal machen. Zack. Ne, dann passt das. So, dann können wir das Dach denn hier erstmal so ausfüllen. Und natürlich auch, wie es hier so runtergeht, können wir auch erstmal so machen. Wir lassen es dann auch einmal hier gleich überstehen. Also nach vorne weg und auch zur Seite weg. Na, an sich gibt das Dach hier schon so ein bisschen die Form vor von unserem Dach. Na, wie es schon sagt, ne? So, dann können wir das hier auch erstmal alles erstmal zuziehen. Und dann sollte es im besten Fall jetzt so aussehen. Naja, was heißt im besten Fall? Es sollte jetzt so aussehen. Ne, dann lassen wir das Dach natürlich auch nochmal auf beiden Seiten natürlich überstehen. Und dann sollte der Kontrast erstmal so wirken. So, jetzt geht es aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter mit unserem Dach. Und zwar, wir hatten ja, sag ich mal, hier auf der rechten Seite uns ein bisschen was rangesetzt. Da können wir eigentlich unser Dach auch nochmal einmal komplett nochmal raussetzen und nochmal einmal davor so ein bisschen überstehen lassen. Wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt schon an unsere Quadstufen. Wir wollen hier unten das Ganze noch ein bisschen fester machen. Und weil wir ja hier schon so ein bisschen, sag ich mal, unser Fenster haben, können wir hier gleich mal ein paar Stufen unten hier oben noch einmal platzieren. Und dann haben wir das schon eigentlich abgeschlossen. Ne, dann ist die Arbeit schon mal weg. So, jetzt geht es ran, dass wir nochmal auf die Rückseite gehen und da auch nochmal ein bisschen was verbauen. Und zwar können wir hier unsere Tür schon mal reinhauen. Und zwar hat die Tür eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke, ne, dass wir die hier erstmal hier so weghauen. Und ganz oben können wir blub, auch nochmal hier einfach mal unser Dach ein bisschen raufsetzen. Und darunter setzen wir nochmal ein paar Stufen hin. So, wenn wir das haben, können wir eigentlich, wenn wir schon die Türen haben, auch gleich auf die Vorderseite gehen und hier auch noch eine Tür reinhauen. Hier auch wieder einfach die Zweier Mitte suchen und auch wieder hier vier Blöcke an sich weghauen. Sollten wir komplett bis nach oben hier einmal ankommen an unsere Decke. Da setzen wir auch wieder Stufen hin. Ausfüllen tun wir das Ganze noch nicht. Und dann können wir eigentlich hier auf der Vorderseite einfach zur Seite weg auch nochmal so ein, würde ich mal sagen, ein 3x3 großes Fenster. Genau, machen wir einfach zu den Seiten. Jeweils hier mal so ein 3x3 großes Fenster können wir hier ruhig einmal machen. Und auch hier wieder Stufen unten wie oben. Setzen wir einfach mal rein. Das machen wir eigentlich so gut wie bei jedem Fenster, was wir uns jetzt hier so ein bisschen freihauen. Und wenn wir das jetzt, sag ich mal, unten auf der Vorderseite haben, geht es jetzt auch gleich nochmal hier oben. Da wollen wir auch nochmal zwei Fenster uns platzieren. Schnappt euch erstmal euer dunkles Prismarin. Das wollen wir erstmal zuerst verwenden. Und zwar schlagen wir jetzt hier an der Seite erstmal den, also den ersten Block lassen wir Platz. Dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Lassen zwei Blöcke Platz und schlagen wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Und sollten wieder passend einen haben.
So, das Ganze können wir hier auch wieder auf eine Dreierhöhe insgesamt uns einfach mal hier freihauen. Das machen wir natürlich hier bei beiden Fenstern. Und wenn wir das haben, setzen wir an den Seiten einfach mal unsere Prismarinblöcke hin. Und wenn wir die an den Seiten haben, können wir wieder dazwischen, unten wie oben, nur unsere Stufen einmal platzieren. Und dann haben wir auch diese zwei Fenster hier oben schon mal abgeschlossen und können uns gleich schon mal zu den Seiten ein bisschen widmen. So, das haben wir erstmal fertig und gehen dann gleich einmal zur rechten Seite. Gleich daneben hin, dass wir einfach, würde ich mal sagen, ja, eine Blockreihe freilassen, dann schlagen wir uns hier zwei Blöcke weg und das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 3 und können hier auch wieder unsere Stufen einmal platzieren. So, dann haben wir natürlich unser zweites Fenster auch fertig. Da wollen wir uns natürlich noch ein drittes Fenster oben machen. Schnappt euch da mal eure Quarztreppen. Da wollen wir einfach mal hier oben so zack, einfach so ein vierer Fenster einmal freihauen und die Treppen einfach an den Seiten überall platzieren und fertig ist das Ganze. Blub, da haben wir es. Dann geht schon auf die Rückseite, dass wir uns hier auch nochmal ein paar Fenster reinhauen. Ich würde mal sagen, einfach hier neben unserer, ja, Hintertür, lassen wir einfach zur Seite zwei Blöcke weg und schlagen hier einfach mal auf wieder zwei Blöcke so frei und auf eine Dreierhöhe so ein bisschen die Fenster. Machen wir auf der anderen Seite genauso, gleiches Spiel. Und dann würde ich sagen, über diesen Fenstern lassen wir einfach zwei Blöcke Platz und schlagen 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Und dann gehen wir zur Seite und würde ich mal sagen, lassen wir zwei Blöcke Platz und dann schlagen wir uns hier nochmal so ein Fenster rein. Dann wieder zwei Blöcke Platz lassen und noch so ein drittes Fenster schlagen wir uns hier rein. So, hier können wir eigentlich auch wieder das gleiche Spiel machen. Stufen unten wie oben setzen wir einfach mal hier welche hin. Nur, dass wir oben dennoch, würde ich mal sagen, bei den drei Fenstern noch so eine weitere Strebe einfach mal reinsetzen. Wir lassen einfach so eine Stufenreihe Platz und setzen hier einfach dennoch die nächste Stufe rein. Das machen wir aber auch nur bei diesen hinteren Fenstern. Auf der linken Seite lassen wir das noch frei. Da setzen wir später noch einen Schornstein hin und dann ist die Seite eigentlich auch gut verkleidet. So, als nächstes wollen wir eigentlich unser Dach noch ein bisschen stabilisieren. Dabei schnappen wir uns nochmal unsere Stufen und Treppen. Wir fangen natürlich an den Seiten an. Ne, ich sag mal hier unten auf der Geraden setzen wir eine Stufe hin. Und danach sonst eigentlich hier immer Treppen. Ne? Immer bei so einem Übergang kommt eine Treppe hin. So, das machen wir einmal bis hier oben. Und dann können wir eigentlich hier dann auch, würde ich mal sagen, gleich das andere Dach noch verkleiden. Natürlich hier einmal vorne können wir einmal eine Stufenreihe uns hier einmal langziehen. Und danach dann auch hier wieder bei so einem Übergang kommt eine Treppe hin, gerade immer eine Stufe. Ja, und das machen wir auch wieder, bis wir hier einmal oben ankommen. Ganz oben in der Mitte setzen wir einfach mal zwei normale Treppen, die sich gegenseitig angucken. Und runter geht es dann auch wieder hier mit Treppen. So, und dann können wir hier eigentlich hinten wieder unsere Stufenreihe platzieren. Und das Ganze dann auch nochmal hier auf der anderen Seite alles so ein bisschen verstärken, damit das Dach doch ein bisschen stabiler wird. Wenn wir das Dach dann so weit es geht, jetzt erstmal so mit unseren Quarzschuhen noch verkleidet haben, geht es jetzt, bevor wir das Blockmaterial wechseln, noch an unsere Garage, damit wir die uns auch noch hinzeichnen. Bei den Outs steht die so ein bisschen schräg hinterm Haus. Ich habe mir hier schon so ein bisschen mit Eisenzaun hier, Eisengitter, schon mal so ein bisschen unseren Zaun hier dargestellt. An sich sollte man vom Haus so hinten schräg so drei Blöcke gehen. Dann setzen wir uns hier einfach mal einen Block hin, so als Markierung. Dann einfach so drei Blöcke dazwischen Platz lassen, so schräg dahinter weg. Und dann setzen wir uns jetzt hier unsere Garage hin. Da machen wir erstmal einen schönen Klotz hin. Das heißt, auf der Vorderseite machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Und auf der Rückseite gehen wir noch, also ziehen es nach hinten weg noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. An sich halt an der Seite 8 und vorne 7 Blöcke. So, das ziehen wir auf der anderen Seite hier einfach mal mit und können das Ganze dann, wenn wir unser Rechteck haben, auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcken uns einmal hochziehen. Auf der Vorderseite von unserer Garage können wir es natürlich hier einmal so freilassen. Ne, da müssen wir es ja nicht zuhören, da setzen wir ja gleich unser Tor ein. Und dann machen wir noch auf der linken Seite, sag ich mal da, wo dann natürlich auch unser Garten später ist, können wir hinten auf der Seite, würde ich mal sagen, eine Reihe freilassen und dann schlagt ihr einfach Breite 2 und Höhe 5 Blöcke einfach noch hier so hinten so einen Eingang frei, da setzen wir später noch gleich eine Tür rein. So, dann wollen wir jetzt erstmal vorne unser Garagentor basteln. Schnappt euch mal eure Stufen, falls ihr Blöcke habt, sonst könnt ihr auch Blöcke nehmen. Und zwar wollen wir unten, ich setze mir gleich schon in der Mitte eine Treppe hin als Griff, einfach mal mit unseren Stufen hier ein paar Blöcke hin. Das Ganze machen wir insgesamt, würde ich mal sagen, dreimal, dass wir uns die hier so ein bisschen formen. Sobald wir die dann hier uns so geformt haben, können wir in der letzten Reihe hier einfach nochmal zwei umgedrehte Treppen hier an den Seiten platzieren. Und dann machen wir unsere Treppen so, dass sie sich so ein bisschen gegenseitig angucken. Da muss man hier so ein bisschen tricksen. So, gucken sie sich gegenseitig an und dann haben wir hier so ein paar Garagenfenster, ne? Vom Tor aus. So, dazwischen setzen wir nochmal eine Stufe hin, dann haben wir hier immer das gleiche Maß. Und dann haben wir unser Tor auch schon fertig. So, jetzt wollen wir natürlich noch ein Dach aufsetzen. Das heißt, einfach hier setzen wir ein schönes, einfaches Pyramidendach einfach mal rauf. Ne? Relativ simpel. Einfach pyramidenartig hier alles andere einmal hochziehen. Und wenn wir das haben, ich glaube, du kannst es dir denken, schnappen wir natürlich unsere blaue Keramik, setzen die hier rauf
Und das ist nicht alles. Hier wollen wir es natürlich dann auch noch einmal überstehen lassen. Und dann ziehen wir das einfach noch bis nach hinten weg. Sobald wir das natürlich auch hier alles nach hinten weggezogen haben, wollen wir das da auch natürlich hier wieder einmal verstärken. Natürlich an der Seite, ne, ist klar, machen wir eine Stufe hin und immer bei so einem Übergang kommt eine Treppe hin. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir dann ganz oben in der Mitte? Gut, andere Seite können wir ja genau erstmal so runterziehen. Jetzt bleiben zwei Optionen offen. Entweder ihr macht euch einfach nur oben diese Treppe hin, wenn ihr das schön findet, ne, kann man machen. Oder man nimmt dann einfach ganz einfach nur so einen Block. Ich würde mich diesmal für einen Block entscheiden. Aber da gibt es halt immer mehrere Optionen, wie man sich das gestalten will. Ja, da kannst du dich dann natürlich austoben. Und ansonsten ziehen wir das Ganze dann auch nochmal auf der Rückseite lang. Natürlich die Stufen an den Seiten nicht vergessen. Und dann setzen wir auch hier wieder unsere Treppen hin, damit das Dach natürlich schön stabil ist und nicht in sich zusammenfällt. So, aber ich nehme einfach einen Block oben in der Mitte. Ja, und wenn wir das haben, sind wir eigentlich mit diesem ganzen Blockmaterial schon wieder durch. Und dann holen wir uns einfach mal, um weiterzubauen, ein paar glatte Steinstufen raus. Davon nochmal den normalen Block. Ne, ihr wisst ja, wenn wir Stufen auf Stufe machen, dann kriegen wir hier noch diese Falte dazwischen. Die wollen wir nicht. Von daher, nehmt euch nochmal den Block bitte zur Hand. Dann holen wir uns noch ein bisschen Doritmauern raus. Dann holen wir uns noch ein bisschen Birkenzaun raus. Davon die Stufen und Falltüren natürlich. Dann noch ein bisschen ganz normale Keramik. Nochmal den Steinziegelblock holen wir uns raus. Und dann nochmal eine Eisenfalltür. So, unsere Steinstufen und Steinblöcke wollen wir erstmal verbauen. Die Stufen verwenden wir eigentlich hier vorne einmal, dass wir uns die hier einmal so platzieren. Und nochmal unsere Steinblöcke einfach hier an den Seiten von unserer Ziegelsteinmauer, plupp, setzen wir nochmal rauf. Dann kommen wir schon zu unserem Birkenzaun. Das ist unser Geländer einmal vorne. Das setzen wir einfach mal auf unsere Quarzreihe hier komplett einmal lang. Machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Und können jetzt, würde ich mal sagen, die Stufen einfach nur hier vorne bei diesen zwei platzieren. Und bei allen anderen setzen wir einfach nur unsere Falltüren drauf. So, das machen wir natürlich hier auf beiden Seiten. Und wenn wir das soweit haben, geht es natürlich einmal auf die Rückseite. Da wollen wir uns auch noch ein Geländer basteln. Einfach nochmal euren Zaun zur Hand. Den setzen wir uns hier einmal so lang. Ding, ding, ding. Und dann würde ich mal sagen, setzen wir ganz vorne eine Stufe rauf. Natürlich hier einmal, ja, das würde ich mal sagen, immer bevor es, sage ich mal, hier so runter geht, da nochmal eine Stufe rauf. Hier hinten noch eine Stufe rauf und dazwischen dann einfach wieder unsere Falltüren. Und dann haben wir dieses Geländer auch wieder abgeschlossen. So, jetzt fliegen wir mal auf die linke Seite von unserem Häuschen. Das ist natürlich noch ziemlich kalt. Da haben wir noch kein Fenster hingemacht. Das wollen wir jetzt ändern. Und zwar nicht mit einem Fenster, sondern mit einem Schornstein. Schnappt euch mal eure Keramik zur Hand. Und zwar lassen wir, würde ich mal sagen, an den Seiten hier, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Setzen uns einfach mal zweimal Keramik hin und sollten auch hier nochmal viermal einfach unsere Ziegelblöcke haben. Vorne Terrasse zähle ich mal nicht mit. So, dann können wir diese Zweierschicht komplett einmal bis nach oben ziehen. Und was euch dazwischen kommt, das schlagt ihr natürlich weg. So, das alles hier, zack, können wir weghauen. Da achten wir nicht drauf. So, und dann können wir das hier andere hier nochmal nachziehen. Und dann ziehen wir den Schornstein. Gut, wie hoch du ihn dir machst, kannst du immer selber bestimmen. Aber ich würde sagen, wir machen den nur so eine Blockreihe höher, als das Dach ist. Und ganz oben setzen wir dann einfach noch ein paar Steinstufen drauf. So, und fertig ist der Schornstein. Als nächstes wollen wir noch was vorne bei der Terrasse machen. Wir hatten ja Doritmauern. Die Doritmauern möchte ich gerne so verwenden, dass ich mir hier, sage ich mal, noch so eine Verbindung mache zu unserem Vordach, damit das Ganze doch ein bisschen gehalten wird. Ne, soll ja nicht so in der Luft schweben. Setzen wir einfach die Mauer noch an den Seiten. Und fertig ist das Ganze. Sonst nehmt euch noch mal eure Eisenfalltüren an. Wir wollen nochmal die Eisenfalltüren einmal hier unter platzieren, ne, damit das ein bisschen besser ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt Stufen nehmen, sonst sieht das ein bisschen dick aus. Hier würde ich einfach mal Eisenfalltüren nehmen. Fällt auch nicht so auf hier, dass die Löcher da sind. Ne, ich sag mal, wenn man immer von weiter weg guckt, dann fällt das gar nicht auf. So, aber die wollen wir noch einmal auf der Rückseite verwenden. Und auch hier über unseren Hinterausgang setzen wir auch nochmal unsere Eisenfalltüren hin. Die sollen das Ganze ein bisschen halten. Sonst kommen wir nochmal zu unseren Schornsteinen. Und zwar, ihr könnt ihn nie genau neu lassen. Oder ihr sagt euch, nein, ich möchte ihn nicht neu haben. Ich möchte hier ein bisschen, dass hier was abbröckelt. Machen wir hier einfach mal ein paar Ziegelsteinblöcke rein und fertig ist das Ganze. Müsst ihr nicht übertreiben, ein paar reichen völlig. Ja, nun geht es wieder weiter mit neuen Blöcken. Zuerst holen wir uns mal ein bisschen orangen Beton raus, denn weiße Keramik ist jetzt dran. Birken, Holztreppeln und Blöcke brauchen wir. Einen Steinknopf. Dann holen wir uns auch Gegenstandsrahmen raus. Dafür würde ich euch Redstone-Lampen empfehlen. Ihr könnt auch jede andere Art nehmen, was ihr so ein bisschen als Lampen darstellen wollt. Dann holen wir uns noch ein paar Ziegeltreppen raus und noch ein paar Stufen. Zuerst würde ich mal sagen, verbauen wir unsere Tür. So, oranger Beton ist für die Haustür vorne gedacht. Die setzen wir einfach mal hier so rein. Und weiße Keramik ist dann für die Hintertür gedacht. Die können wir auch einfach hier hinten einmal ransetzen. Und wenn wir das haben, können wir gleich auch nochmal unseren Türknopf verwenden. Natürlich auf, nicht nur auf der Rückseite, sondern auf der Vorderseite setzen wir unseren Türknopf hin. So, jetzt geht es natürlich noch weiter mit einer Tür, wenn wir schon dabei sind. Gehen wir mal zu unserer Garage, nehmen unser Birkenholz einfach mal zur Hand, setzen hier unten einfach mal zwei Blöcke davon hin.
Und ganz oben würde ich einfach mal zwei normale Treppen hier machen. Ha, jetzt müssen wir hier so ein bisschen uns noch was vorbasteln, sonst können wir hier keine Treppe dran platzieren. So. Und auch hier setzen wir einfach, zack, unseren Türknopf hin. Kann man weiter unten machen, kann man weiter oben machen, wie man möchte. So, dann haben wir hier auch die Tür von unserer Garage fertig. Jetzt würde ich mal sagen, nicht, dass wir durcheinander kommen, machen wir mal die Gegenstandsrahmen. Und zwar vorne bei der Garage befinden sich zwei Laternen. Zwar gibt es in Minecraft Laternen, aber die kann man nicht so genauso darstellen, wie sie, sag ich mal, bei den Lauts sind. Von daher nehme ich einfach Gegenstandsrahmen und einfach meine Redstone-Lampe. So, auf der Vorderseite befindet sich auch nochmal so eine Türlampe. So, und wenn wir das haben, bleiben noch die hier Treppen und Stufen übrig. Die wollen wir für unsere Kellerfenster nutzen. Und zwar auf den Seiten befinden sich hier bei zwei. So, wir fangen an der Seite an, dass wir eine Blockreihe lassen. Dann schlagen wir 1, 2, 3 Blöcke weg. Dann lassen wir 2 Blöcke Platz und schlagen wieder 3 Blöcke weg, sodass wir vorne noch einen Block haben. So, an den Seiten setzen wir einfach mal unsere umgedrehten Treppen hin und dazwischen eine Stufe. Fertig ist das Kellerfenster. So, das machen wir auf der anderen Seite dann genauso hier. Und nicht nur jetzt hier auf der Seite auf der anderen Seite, sondern wirklich auch auf der anderen Seite. Setzen wir auch nochmal zweimal solche Fenster hin. Das geht auch völlig auf mit unserem Schornstein, dass wir an der Seite einen freilassen, schlagen 3 weg, haben hier dann natürlich 2 Blöcke Platz, ne, und dann wieder 3 weghauen. Und schon können wir hier auch wieder unsere Kellerfenster reinsetzen. Du solltest vielleicht darauf achten, wenn du dir jetzt die Fenster reinsetzt, dass du unten auch nochmal eine Ziegelstein-Mauerreihe machst. Sieht ein bisschen besser aus, als wenn du da deine Erde zu sehen hast. Also gleiches Blockmaterial einfach nutzen. So, und wenn wir das auch alles so haben, können wir eigentlich dieses Blockmaterial wieder wegtun. Zu guter Letzt, um unser Haus abzuschließen, brauchen wir noch einfach mal ein bisschen rote Keramik, nochmal die Eisenfalltüren. Dann holen wir uns noch ein paar Akazienfalltüren raus. Ein bisschen Spinnennetz darf auch dabei sein. Dann einfach mal eine goldene Druckplatte. Dann würde ich noch einen Hebel einfach mehr dazu holen. Dann würde ich sagen, für die Fenster nehme ich türkises Glas und ich möchte mir das Haus natürlich verkleiden. Also heute empfehle ich mal blauen Beton dazu. Bevor wir aber mit den ganzen Fenstern verkleiden und sowas anfangen, geht es jetzt erstmal nochmal in unsere Garage. Da befindet sich noch ein Basketballkorb darüber. Nehmt mal eure rote Keramik, platziert die mal so oben in der Mitte hin. Dann würde ich mal sagen, an den Seiten platzieren wir überall hier einfach mal unsere Falltür. Ganz vorne setzen wir dann hier einfach zack unsere Akazienfalltür an und darunter einfach das Spinnennetz als Korb. So sieht natürlich der Basketballkorb noch ein bisschen doof aus. Von daher müssen wir erstmal wieder ein bisschen was kaputt machen. Wir müssen mal hier reinfliegen. So. Und zwar wollen wir jetzt hier einfach mal dahinter, wo unser Basketballkorb ist, einen Hebel platzieren. Den können wir umlegen und dann sollte... habe ich nicht getroffen. Ach, ich probiere was ja gar nicht geht, weil wir ja zwei Blöcke haben. So, wir müssen hier einmal noch weiße Betonschichten mal weghauen, sodass wir unsere rote Keramik sehen. So, daran legen wir einfach mal unseren Hebel an. So, kein Wunder, dass es nicht geht. Und dann sind natürlich unsere Falltüren natürlich jetzt so eingeklappt. Natürlich oben wie unten sollten wir es doch lieber nochmal im Nachhinein machen, damit die auch so zu sind. Und dann haben wir hier unseren Basketballkorb auch vorne fertig gebastelt. Natürlich nicht vergessen, das, was wir dann hier freigauen, auch noch wieder zuzubauen. Aber bevor man das macht, kann man auch gleich hier alles noch verkleiden. Einfach hier natürlich bei unseren Garagenfenstern wie bei der Tür einfach nochmal unsere Glasblöcke platzieren und dann auch gleich hier alles verkleiden, ne, damit man nicht reingucken kann. Sieht immer besser aus, als wenn man es hohl lässt. So, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen weitermachen und zwar nehmt doch mal vorher noch eure Eisenfalltür. Und zwar hier oben. Es gibt leider noch nicht, dass man Stufen aufrecht platzieren kann. Von daher sage ich mal, wir setzen jetzt hier einfach mal eine Eisenfalltür ran. Und dann müssen wir einmal reinfliegen. Hoffentlich finden wir das jetzt auf dem ersten Treffer. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn das? Ich glaube, hier war das. So, müssen wir mal gucken, ob ich jetzt getroffen habe. Nee. So, viermal hin und her fliegen. Also, einfach mal über unser Fenster, einfach mal hier beim zweiten Block setzt den Hebel ran. Dann solltet ihr perfekt treffen und nicht hier so oft rumwuschern wie ich. So, und dann sollte die Eisenfalte so nach oben dann gerichtet sein. Ich finde einfach, bei Linken das Dach ist ja, sag ich mal, hier so vorne so der Überläufer, der dann in das andere geht. Kann man jetzt mit diesen Treppen nicht so gut darstellen. Von daher empfehle ich euch einfach mal jetzt hier mit einer Eisenfalte, die dann aufrecht hinzuklappen. Dann sieht das eigentlich passend aus und fällt auch gar nicht so auf. Ne? Und falls es natürlich irgendwann mal Stufen gibt, dass man die oben platzieren kann und so aufrecht hinstellen kann, dann kann man das natürlich auch machen. Ist keine Frage. So, ansonsten geht es weiter, dass wir jetzt eigentlich noch ein bisschen Deko machen können. Und zwar vorne, ich sah mal in den meisten Folgen, war hier so ein Frisbee drauf. Nehmen wir einfach mal unsere goldene Druckplatte und noch so ein Bumerang war oben drauf. Dann nehme ich einfach mal so einen Hebel als Deko ein bisschen. So, denn als nächstes können wir jetzt eigentlich anfangen, unsere ganzen Fenster zu verkleiden. Bei der Garage hast du es ja schon gesehen. Wir fliegen hier natürlich jetzt einmal rein. Und kann dir überall unsere Glasblöcke ran platzieren. Und natürlich, wenn du es noch dir machen möchtest, die Mühe, dann setzt du dahinter noch irgendwie so eine Dekoschicht. Ne? Kannst blauen Beton nehmen, kannst schwarzen Beton nehmen. Ne, dass man halt nicht einfach reingucken kann. Und nach kurzer Arbeit haben wir unser Häuschen dann auch verkleidet mit unseren Fenstern.
und fertig ist es dann. Gut, du kannst noch ein bisschen Deko noch zusetzen. Wie sage ich mal, auf der Vorderseite vielleicht noch ein paar kleine Büsche hier. Dann finde ich immer gerne mal hier die schwarzen Setzlinge. Keine Angst, die werden nicht zum Baum, wenn ihr die, sage ich mal, einzeln setzt. Kann man nach vorne platzieren. Vielleicht noch ein paar Gräser überall platzieren, ne? Das ist, sag mal, wenn, falls die nicht gemäht haben. Ansonsten kannst du immer noch ein paar Büsche, die hier überall so ein bisschen verteilen, ein bisschen lang setzen. Ne? Auch ruhig vor so ein Kellerfenster kannst du machen, ist ja kein Ding. Kannst du halt immer hinsetzen. Auch hier auf der Rückseite setzt du sonst auch nochmal ein paar Büsche hin, damit das Ganze doch ein bisschen schöner wirkt. Ja, und wenn du das hast, ist das Häuschen fertig von den Lauts. Ich hoffe, bist du mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht das Haus der Lauts da. Jetzt können sie einziehen. Lincoln hat wieder sein Haus für sich mit seinen Schwestern. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Naja, jedenfalls, die zieht ein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß mit dem Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.